Kannst du mir helfen? Nora, bitte, ich muss... Von dir redet doch die Garde die ganze Zeit. Die Nora, die mit ihrem zweiten Gesicht Verräter aufspürt. Wenn mir das doch auch helfen könnte. Ein Einbrecher stahl mir das Schwert meines Bruders. Warum stiehlt jemand ein Schwert? Es ist unbezahlbar. Aus dem Geweih eines Lanzenhauns. Mit feinen Intarsien und Edelsteinen an den... Okay, verstehe. Verzeihung, das ist noch nicht einmal der Punkt. Der 12. Sonnenkönig schenkte es meinem Bruder für seine Dienste. Er fiel im Kampf während der Befreiung. Ich hob es für meinen Neffen auf, der bei den Schattenkaja in Sonnenfall gestrandet ist. Was macht dein Neffe denn in Sonnenfall? Die meisten Kleriker dienten dem verrückten König. Und als er fiel, flohen sie aus Angst vor Vergeltung. Als Ehrengarde eines ehrwürdigen Priesters musste mein Neffe mit ihnen gehen. Mein Bruder ist jetzt tot, mein Neffe ist sein Erbe. Das Schwert gehört also eigentlich ihm. Und nach allem, was er durchgemacht hat, will ich ihm nicht sagen müssen, dass es nicht mehr da ist. Erzähl mir mehr über den Raub und lass nichts aus. Es war dreist und professionell. Sie stahlen nur das Schwert, meinen wertvollsten Besitz. Der Dieb entkam durch das Fenster und stolperte über meinen Diener. Ansonsten wäre er unbemerkt entkommen. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Sprich mit meinem Diener, wenn du möchtest. Er hat den Dieb gesehen. Übrigens, ich will nur das Schwert zurück. Meridian und meine Familie, was das angeht, hat schon genug Ärger gehabt. Ich würde die ganze Sache vergessen. Ich verlange keine Strafe. Aha. Du hast den Einbrecher fliehen sehen? Ich stand mit dem Rücken zur Mauer. Ich dachte nicht, dass wer zum Fenster rausklettert. Er war grau gekleidet und hatte das Schwert. Mehr weiß ich nicht. Bei der Sonne, mir blieb fast das Herz stehen. Versuch den Tatort. Doch. Ist der Tatort hier oder was? Ja. Noch eine Frau der Jäger. Wie viele brauchen sie? Ach, da. Blutstropfen, die von hier wegführen. Verfolgen wir mal der Blutspur. Ich bin noch auf der richtigen Spur. Ich kann mir nicht vorstellen, woanders zu leben. Noch mehr Blut. Der Dieb hat sich schlimm geschnitten. Die Spur endet hier. Aber irgendjemand muss den Dieb gesehen haben. Ist hier jemand langgerannt? Mit einem Schwert? Aber ja, er hat sich ein paar Stoffstücke geschnappt und rannte die Treppe darunter. Er hat geblutet, vielleicht braucht er einen Verband. Verdammt! Diese Stoffe sind teuer! Ich habe also einem Dieb Verbandszeug bezahlt. Okay. Man sagt, bei den Nora machen die Frauen den Männern. Wenn der Dieb hier war, gab es für ihn nur einen Weg. Vorwärts. Keine Spur von dem Dieb. Jemand muss ihn gesehen haben, als er hier langgerannt ist. Ist dir jemand vorbeigelaufen? Mit einem Schwert in der Hand? Ja, er hatte mich fast umgerannt. Er rannte über den Wall und fuhr mit dem Lift runter. Den holst du nicht mehr ein. Aber er hatte kein Schwert. Er hatte gar nichts in der Hand? Absolut nichts. Aber er rannte wie ein geölter Blitz. Der Dieb muss das Schwert weggeworfen haben. Aber wo?
Vielleicht hat ihm jemand geholfen. Am Stand der Händlerin hätte er das Schwert schnell loswerden können. Ah, richtig. Die steckt bestimmt dahinter. Der Dieb ist anscheinend entkommen, aber ohne das Schwert. Er hat es vielleicht irgendwo abgelegt. Bei dir zum Beispiel. Was? Nein! Ich habe damit nichts zu tun. Das wird sich zeigen, wenn die Stadtwache deinen Stand durchsucht und deine Kunden befragt. Oh, bitte nicht. Hör mich erst an. Es heißt, du bist ein helles Licht in der Dunkelheit, also wirst du mir zuhören. Es stimmt. Ich hatte das Schwert und ich gab es an jemanden weiter. Es wird verkauft, aber nicht für den Profit. Die Scherben sind für Bedürftige. Und das soll ich dir glauben? Ich kann's beweisen. Meine Freunde sind bei der Wassermühle im unteren Dorf. Sie erklären dir alles. Wenn sie dich nicht überzeugen, komm zurück mit den Wachen. Ich gehe nirgendwo hin. Das könntest du ruhig. Ich finde dich. Aber na gut. Ich gehe zur Wassermühle. Okay, dann sollte ich wohl zu dieser Wassermühle gehen und herausfinden, was hier läuft. Auf zur Wassermühle. Dann ist wahrscheinlich das andere dort in der Ohrenaufzug. Deswegen bin ich bestimmt zu Questen gekommen. Sind wir endlich unten auf zur Wassermühle. Königliches Maisland. Falsch gelaufen. Das führt mich ja raus aus der Stadt. Sonnenfall, Maschinen, Scherben.
Ich hab dich schon erwartet, Aloy. Du willst sicher antworten. Tja, es ist nicht kompliziert. Wir sammeln Wertgegenstände von Leuten, die sie nicht brauchen, verkaufen sie und geben die Scherben den Armen in Sonnenfall. Wer genau bekommt die Scherben in Sonnenfall? Nicht die Bastarde in der Festung. Mit den Scherben verschaffen wir den Armen in Schattenhang Nahrung und Verbandszeug. Sie gingen nur nach Westen, weil sie mussten. Glaub mir, ich weiß es. Meine Frau wurde an einige Diener gekettet und mit ihnen weggeführt. Sie verhungerten. In ihren Ketten. Das tut mir leid. Ja, mir auch. Du meinst, ihr stehlt? Wenn du es so nennen willst. Von Schweinen, die schon seit Generationen am Futtertrog stehen. Ravan wirkte auf mich nicht wie ein Schwein. Er stinkt wie die ganze Bande. Nach Geld und Zufriedenheit. Und die Unterschicht leidet. Wo ist das Schwert jetzt? Sicher. Hab's noch nicht verkauft. Was soll ich jetzt tun? Weggehen? Ich hatte gehofft, du hilfst uns. Es heißt, du liest Spuren wie ein Pirscher. Tja, mein Partner Nazan ist bei der Brandküste verschwunden. Er wollte nach Sonnenfall. Mit einer ganzen Ladung Lebensmittel. Wenn du die findest, würdest du vielen helfen. Ich überleg's mir. Aber nur, wenn du Ravan das Schwert zurückgibst. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Gut, er kriegt das blöde Schwert. Nazan sollte seinen Kontakt bei einer Feuerstelle an der Gabelung bei der Brandküste treffen. Such dort nach ihm. Aber Vorsicht! Dort sind viele Maschinen und viele Schattenkarja. Und zwar nicht die Bedürftigen, sondern die Peiniger. Als Kind hätte ich mir das niemals träumen lassen. Aber es ist anständige Arbeit, das Bewachen der Stadt. Okay, also müssen wir jetzt... müssen wir hin? Ach, Gottes Willen. Dort oben müssen wir hin. Okay. Dann können wir uns auch hier hin porten. Dann muss ich den ganzen Weg nie laufen. Okay. Oh, da ist eine Maschine. Okay.
Ich muss mehr über diese Maschine herausfinden, wenn ich sie überbrücken will. Noch eine Brutstätte? Was, eine Brutstätte? Was, eine Brutstätte? Also wir gehen jetzt hier rüber und dann... ab. Hau ab! Oh, immer schön weg. So. Also runter. Eine Gabelung. Hier sollte sich Nassan einfinden. So. Toma. Was soll ich jetzt hier machen? Aber nichts. Untersuche das Lager. Was denn für ein Lager? Das hier oder was? Ah, hier. Hier hat ein Kampf stattgefunden. Keine Leiche. Wenn jemand Nassan weggeschleift hat, gibt es Spuren. So. Ich muss mal schnell aufkommen. So. Jetzt müsst ihr den Spuren folgen. Na also, mal sehen, wo sie hinführen. Da ist eine Maschine hinten.
Oh, mir liegt noch eine Herde. Was ist das für Tiere hier drüben? Achso, das sind Langbeine. Außenposten der Schattenkaja. Hoffentlich ist Nassan da drin. Oh. Alles Gegner. Der ist von der Mauer gefallen. Und der ist auch weg. Erholen. An Tagen wie diesen erinnere ich mich an das Panorama in Meridian. Wo kommt das her? Huch. Einfach weitergehen. Warum schießen die auf mich? Gut.
Der steht genau hinter dem Stein. Verdammt. Der Tag bricht bald an. Nö, nö, der Tag bricht bald an. Ja, da ist auch noch alles voll. Ah, den kriege ich nie. Haben wir. Jetzt müsste der da unten. Auf der Suche nach mir. Das war nicht gut geschossen. Oh, wo war denn jetzt lang? Was ist das hier für ein Problem? Thank you.
So. Haben wir den Vorposten schon mal weg. Sie haben Nassan also erwischt. Er braucht Hilfe. Versuchen wir es nochmal. Nur eine Frage, denn du wirkst etwas geschwächt. Was wolltest du bei der Weggabelung? Es war ein Picknick. Mit deiner Mutter. Ich glaube, er will deine Gefühle verletzen. Klappt nicht. Meine Mutter liebt ein schönes Picknick. Wie auch immer. Das bringt doch alles nichts. Das ist okay. Ich breche ihm gerne ein paar Knochen. Wie viele wir ihm wohl brechen müssen, damit er redet? Ah, ein harter Hund. Vielleicht 7. Okay. Ich nehme die Wetten an. Hm? Versuchen wir es nochmal. Nur eine Frage, denn du wirkst etwas geschwächt. Was wolltest du bei der Weggabelung? Es war ein Picknick. Mit deiner Mutter. Ich glaube, er will deine Gefühle verletzen. Was zum... Ich glaube, ich drehe noch durch. Ganz ruhig. Die scheinen aber tot zu sein. Das Lager gehört mir. Ah, den lasse ich noch ein bisschen schmoren. So.
Kindy schickt mich. Holen wir dich hier raus. Ich dachte schon, er hätte mich vergessen. Ich schulde ihm wohl einen Händedruck. Komm schon, hier lang. Ja, warte doch mal. Hier liegt nur ein Haufen Zeug rum. Wo ist er denn jetzt? Alter, wo willst denn du hin? Als würde man die Haut mit Schleifpapier bearbeiten. Erstmal schön abgeseilen. Wo ist er denn? Hallo? Dort. Kindief hat mir von euch erzählt. Ist die Lieferung verloren? Nein. Ich habe sie versteckt. Es gibt viele Hungrige in Sonnenfall, die sich drüber freuen. Gut. Jetzt hör zu. Wenn du wieder in Meridian bist, sprich mit dem adligen Ravan. Sei ehrlich zu ihm, dann hilft er dir. Einen Adligen anbetteln? Aber ich kann dir die Bitte wohl nicht abschlagen. Doch zuerst muss ich nach Sonnenfall. Mach's gut. So, jetzt müssen wir zu dem Typen zurück. Um ihn zu berichten. Dass er sein Schwert zurückkriegt. Da bin ich ja mal gespannt. Am Funkenfängerort wird schützt gegen Schockschaden. Aha. Ladezeiten hätten sie noch ein bisschen verkürzen können. Oh nein. Das ist ja wohl eher Meckern auf hohem Niveau. So. Bastelt euch gerne Sachen zusammen. Weiter so. Lasst dir diese Waren nicht entgehen. Hä? Ich habe nur die besten Waren. Ach doch, sitzt da. Ein Mann namens Nassan kam zu mir. Wir trafen eine Vereinbarung. Ich bin überzeugt, sie wird vielen in Sonnenfall nützen. Alles durch ein gestohlenes Schwert. Man sagt ja, folge dem Schatten und du findest eine Flamme. Echte Wertarbeit und Flamme.